Stellungswechsel, Gummi ab. Wenn davon irgendwie mal eine schwanger wird, dann ist das eben so. Ist ja eigentlich auch der Sinn beim Ficken. Ja, ist einfach ein Ding, dieses Ding mit dem Ding und mit Ding. Hast du schon mal was von Stealthing gehört? Stealthing? Ist das nicht dieses Ding, wo man so heimlich beim Computerspiel sneakt? Nicht ganz so lustig. Stealthing ist nämlich der Vorgang, wenn Menschen mit Penis während des Sexes einfach das Kondom wegziehen. Heimlich. Also, dass die halt Sex haben können ohne Kondom. But why? Das ist einfach der schlechteste Prank auf der ganzen Welt. Na, vor allem das Schlimmste ist, es gibt auch noch Foren, in denen besprochen wird, wie man ein Kondom am besten heimlich abstreift und wie geil es sein soll. Trigger Warning. Mach ich oft bei jungen Mädels aus der Disco oder nach einer Party, wenn sie besoffen sind. Stellungswechsel, Gummi ab. Wenn davon irgendwie mal eine schwanger wird, dann ist das eben so. Ist ja eigentlich auch der Sinn beim Ficken. Oh. Uff. Allein die Tatsache, dass es für dieses Phänomen einen Begriff gibt, ist traurig. Ja, ist einfach ein Ding, dieses Ding mit dem Ding und dem Ding. Stealthing leitet sich aus dem englischen Wort to stealth ab und bedeutet sowas wie hinterlistig, sich anschleichen. Stealthing betrifft alle Menschen, die Penetrationssex haben. Der Wille der anderen Person wird bewusst übergangen und übertragbare Geschlechtskrankheiten, HIV und so weiter und sogar eine Schwangerschaft werden in Kauf genommen. Das Ganze ist in Deutschland eine Straftat und im Paragraph verortet, der unter Vergewaltigung fällt. Paragraph 177. Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung. Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt, wird mit der Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Ebenso, wenn der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern, also wenn man es heimlich macht, ihr Snitches, wenn der Täter einen Überraschungsmoment ausnutzt, also wenn man es heimlich macht, ihr Snitches, oder das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt, also wenn ihr in Kauf nehmt, dass eine ungewollte Schwangerschaft zustande kommt oder jemand eine Geschlechtskrankheit bekommt, ihr Snitches! Im August 2020 entschied das Kammergericht Berlin erstmals den Tatbestand eines sexuellen Übergriffes. In den meisten Fällen wird Stealthing aus Unwissenheit nicht zur Anzeige gestellt. Aber wenn ihr betroffen seid von Stealthing, es ist einfach fucking strafbar. Ihr könnt es anzeigen. Dass es zu einer Verurteilung kommt, ist allerdings nicht sicher. Zum Beispiel wurde 2021 ein Angeklagter in Kiel freigesprochen. Die Begründung? Das Gesetz kennt keinen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, der strafbar ist. Es kann als sexueller Übergriff, also Vergewaltigung, gelten. Liegt also völlig im Ermessen der RichterInnen. Like, what? Er lag unter der Bettdecke und gab vor, das Kondom überzuziehen. Erst als Adrian ejakulierte, bemerkte Isabel, sie wurde getäuscht. Im ersten Moment war sie nur perplex. Ich konnte auch gar nicht richtig wütend auf ihn sein, weil ich auch nicht so richtig verstanden habe, wie krass das eigentlich ist, was er gerade gemacht hat. Und dann ist man wie in einer Schockstarre. Einmal hatte ich ein Date mit einem Mann, so Ende 30, den ich auf Grindr kennengelernt habe. Wir sind ziemlich betrunken zu mir. Ich habe während des Geschlechtsverkehrs nicht gemerkt, dass er das Kondom abgezogen hat. Aber ich habe dann gespürt, wie er in mir gekommen ist. Die 6 Wochen, die ich warten musste, bis ich mich testen lassen konnte, waren die schlimmsten. Der Teil, der mich wirklich fassungslos gemacht hat, war, dass es so eine krasse Verletzung dessen war, was wir vereinbart hatten. Ich habe eine Grenze gezogen, ganz eindeutig. Einvernehmlich ist, wenn beide Personen sich darauf einigen, dass es ohne Kondom sein kann. Da stimmt die Kommunikation nicht. Das ist nicht einvernehmlich. Niemals. Niemals. Und die magische Kristallkugel sagt mir das, noch bevor das Video überhaupt zu Ende geguckt wird, dass dann schon die ersten Kommentare unter diesem Beitrag zu finden sind, die sagen, aber wenn Frauen während des Sex die Pille absetzen, ist das nicht das Gleiche, Vicky? Ist es nicht. Ja, bockt nicht, wenn Menschen mit Uterus das auch was auch immer für Gründe machen. Auch hier werden Grenzen und Absprachen missachtet. Aber es ist nicht das Gleiche, weil eine Frau nicht über den Körper des Mannes verfügt und ihn ganz direkt gesundheitlichen Gefahren aussetzt. Preach! Und deswegen, liebe Leute, geht der Award des goldenen fucking Mittelfinger heute an die Foren, in denen mit Stealthing geprahlt wird
und Tipps und Tricks gegeben werden, wie man am besten das Kondom ausziehen kann, ohne dass die andere Person das checkt. Wir finden, es sollte erstens natürlich die betroffene Person ernst genommen werden und zweitens der oder die Täterin entsprechend einer Sexualstraftat verurteilt werden.